dass ich auf jeden Fall fauler geworden bin, antriebsloser. Wenn man es den ganzen Tag mit sich selber, irgendwann denkt man sich schon so, okay, warum lebe ich überhaupt? Mein Vorstellungsgespräch ist am 19.02. Und was ich mir einfach wünschen würde, wäre, dass ich eine Chance bekomme, da eine Ausbildung zu machen. Ich sage jetzt nicht so, ich zeige es euch allen, sondern ich ziehe mein Ding durch. Ich habe große Ziele in meinem Leben, auf jeden Fall. Hallo, mein Name ist Elias, ich bin 17 Jahre alt. Ich gehe auf die Berufsschule in Hanau. Mein Berufswunsch ist Elektriker. Hallo zusammen, mein Name ist Todor. Ich bin 17 und seit einem Jahr. Ich lebe in Deutschland. Und ich habe Deutsch in einem Jahr gelernt. Und jetzt mache ich meinen Realschulabschluss in Hanau. Wir haben ja jetzt drei Tage in der Woche Schule und zwei Tage Distanzunterricht. Da kriegen wir dann einfach Aufgaben zugeschickt. Es wäre, glaube ich, schon einfacher, wenn wir die zwei Tage jetzt auch hier in der Schule verbringen würden. Es hört irgendwie nie auf, also es fühlt sich an, als ob es so unendlich weitergehen würde jetzt. Ja? Man hat gar nicht mehr wirklich so den Blick auf ein anderes Leben jetzt, so wie es gerade läuft. Ich habe alles geplant für mein erstes und zweites Praktikum. Erst aber in meinem IT-Bereich und weiter über der Elektro in Frankfurt. Aber wegen der Corona und alles, die schweren Zeiten, das zweite ist abgesagt. Aber das ist nicht so schlimm. Passiert. Wir müssen alle etwas bezahlen. Ey, du kannst einen Freestyle darstellen. Ja, normal, Bruder. Schau jetzt ein paar Lines raus. Jetzt durch Corona, wenn wir dann zu Hause bleiben müssen, wir hatten ja, glaube ich, Anfang Corona hatten wir, glaube ich, 11 Wochen oder so Ferien oder Freizeit, weil war halt ein Lockdown. Und da hatte ich gar keine Lust, irgendwas zu machen. Da war ich ganz weit draußen, obwohl wir es nicht eigentlich durften. Haben uns getroffen, haben gechillt. Wenn ich morgens aufstehe, mit dem Zug zur Schule fahre, dann ist der Trieb da, was zu machen. Und dann habe ich auch Lust, dann mache ich meine Aufgaben in der Schule, bin fleißig. Das sind Sachen, die habt ihr in der Mittelstufe schon mal gehabt, also das ist nichts Neues. Die grauen Boxen sind Informationen, das lest ihr euch durch. Und dann macht ihr bitte die Aufgaben, die ihr noch nicht habt, auf den Blättern. Ich denke, dass unsere Berufsschüler hier an der Schule, Berufsfachschüler sind das, nicht Berufsschüler, am stärksten betroffen sind, weil sie noch diese tägliche Struktur brauchen. Ausbildungsplätze zu finden ist im Moment schwieriger. Wir haben das schon gemerkt bei den Praktika, die abgesagt werden mussten aufgrund von Corona, weil Schüler entweder gar keine Plätze gefunden haben, Betriebe wollten keine Praktika oder konnten keine Praktika anbieten. Meiner Mutter geht es damit überhaupt nicht gut. Die macht sich auch Sorgen und die will ja auch, dass ich später aus dem Leben erreiche. Jetzt hat Corona da halt dazu beigetragen, dass ich, ja, wie schon gesagt, fauler werde. Und ich achte nicht mehr so krass. Ich sehe irgendwie keine, wie soll ich sagen? Das fühlt sich alles einfach irgendwie so leblos an auch. Was soll ich dazu noch so sagen? Mhm.
Und dieses Freizeitding ist ein ganz großes Problem. Also der Ausgleich zur Schule fehlt ihnen. Ja, und das merkt man leider auch im Unterricht. Ich bin ganz ehrlich, ich mache es trotzdem ab und zu noch. Wenn wir erwischt werden, werden wir erwischt. Ich muss schon einmal bezahlen. Aber das hält mich nicht davon ab. Wir sind ja meistens nur zu dritt oder zu viert. Vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr. Aber es hält mich nicht davon ab, trotzdem rauszugehen, weil ich zu Hause einfach nicht bleiben kann. Der Preis ist, finde ich, viel zu hoch. Wir sind jung, wir wollen was erleben, wir wollen unser Spaß haben. Man ist nicht immer jung. Und ja, jetzt gerade alles am Arsch, würde ich sagen. Wie was soll man denn machen? Man geht halt. Also bei uns, so, es gibt auch manche natürlich Leute, die nur zu Hause bleiben und zocken oder irgendwas machen, aber bei uns ist es so, ich zocke auch viel schon so mit PlayStation oder so, aber ich würde lieber rausgehen so, das ist halt, man will sich halt mit seinen Freunden treffen. Bei jedem ist die Stimmung im Keller, keiner hat keinen Bock auf gar nichts mehr, man ist nur zu Hause, also ich drehe zu Hause durch, ich bin ein Mensch, ich bin jeden Tag draußen, ich kann es eigentlich nicht. Ich finde es nicht weiter schlimm, dass man sich nur mit einer Person treffen darf, weil ich kann mich ja trotzdessen mit meiner Freundin treffen oder mit einem Freund und gehe da mit dem Skaten oder so. Wir hatten jetzt eigentlich ein Praktikum geplant, ein schulisches Praktikum, das geht 2 Wochen, das wurde jetzt abgesagt. Und dadurch kann ich halt nicht so mein Können richtig beweisen. Ich will irgendwas machen, wo ich aktiv bin, mit dem Körper auf jeden Fall. So Elektrik auf jeden Fall. Elektrik ist ein spannendes Thema, das gefällt mir. Ich habe halt jetzt ein Forschungsgespräch bald. Und da bin ich aber selbst nicht der Beste so mit Worten. Also da könnte ich schon mehr zeigen, so handwerklich, ne? Im Praktikum dann. Mein Ziel, also ich will natürlich weiter studieren als Ingenieur, Mechatronics-Ingenieur und Robotiker bauen und etwas anderen. Natürlich ist eine schwere Zeit, aber ich finde die Möglichkeit zur Zeit benutzen, weil wenn etwas passiert, du kannst immer ein neues Weg finden. Meine Mutter hatte das sehr schwer, weil sie kommt aus Moldawien und sie hat nach der Türkei gegangen und sie wohnt da und sie wusste kein Türkisch, hatte keinen Job, aber sie hatte ein Ziel. Vorstellungsgespräch ist am 19.02. um 14.30 Uhr. Und was ich mir einfach wünschen würde, wäre, dass ich eine Chance bekomme. Also ich... Er kann besser was lernen, wenn ich hier in der Schule sitze, als zu Hause über das Internet. Ich glaube, dann präge ich mir einfach Sachen vielleicht ein, kann mir die besser merken. Ja, in der Schule ist schon... auf jeden Fall hat man mehr Vorteile. Macht mir auch persönlich mehr Spaß. Also in der Schule mit den Noten, ich komme klar, weil ich habe in Mathe sehr viel schon in der Türkei gesehen und mit Englisch ist auch kein Problem. Mit Deutsch ist es natürlich schwer, aber ich glaube, ich schaffe das. Man wird faul durch Corona auf jeden Fall. Wie ich mich motiviere, in die Schule zu gehen,
Ich möchte ein AMG fahren und dafür muss man arbeiten gehen und muss sich was dafür leisten und deswegen gehe ich in die Schule und mache aus mir was. Und dann müsste ich ein Musikunternehmen aufmachen. Ich habe große Ziele in meinem Leben auf jeden Fall. Ich gehe auch gerne boxen, aber zurzeit ist es zu. Ich kann gar nichts machen. Ich habe keinen Sport, keine Bewegung. Und Sport bedeutet sehr viel für mich, weil ich kann einfacher denken, meinen Kopf zusammenhalten. Aber leider ist es Zeit, zu Hause bleiben. Also in der Türkei, der Mechatronik-Ingenieur ist nur in meiner Universität. Und es ist zu schwer zu reingehen in diese Universität. Du musst viel Geld bezahlen und du musst Leute kennen. Aber hier ist es nicht so. Und ich hatte die Möglichkeit und ich habe meine Möglichkeit benutzt. Mein Onkel und Tante sind hier. Ich habe jemanden zu mitwohnen. Natürlich vermisse ich meinen kleinen Bruder, meine Mutter, meinen Vater. Aber es ist alles für ein Ziel und ich weiß das. Und zum Beispiel, ich habe acht Monate meine Familie nicht gesehen. Weil ich kann nicht immer fliegen nach der Türkei oder die können nicht herkommen. In diesen Corona-Zeiten, mir ist nie langweilig, weil ich habe so viele Hobbys, dass ich in meinem Zimmer machen kann. Zum Beispiel mit einem Computer arbeiten oder Buch lesen. Zum Beispiel jetzt, ich lese 1984 von George Orwell. Drei, vier, fünf. 6, 7. Es ist deutlich zu merken, dass viele Schüler hier das Sportangebot, was ja leider nur einmal die Woche stattfindet, dankend annehmen, wirklich gut mitmachen, diszipliniert mitmachen. Und man auch einfach merkt, da ist ein Bewegungsdrang, der im Moment im Alltag einfach zu wenig befriedigt werden kann. Und da wir vorher immer nur in den Räumen gesessen haben und schreiben, ein bisschen Theorie so, jetzt geht es ja ins Praktische über. Und ja, dann ist man auf jeden Fall ein bisschen ausgepowert, aber es macht Spaß. Es ist mal befreiend auch, sich ein bisschen zu bewegen auf jeden Fall. Wie kommen Sie jetzt rein? Habe ich doch gerade gesagt. Ich war nicht hier. Du warst genau hier, als ich es gerade gesagt habe. Ach so, okay. Ach so. Das ist sehr wichtig, es ist sehr Spaß in der Schule. Wir können besser kommunizieren, wir haben Spaß zusammen. Ja. Ja, wir fangen ab. Einfach ein geiles Gefühl, wenn man dann den Trick geschafft hat und ihn landet. Adrenalin auf jeden Fall. Alles zusammen, Angst, Kick, Adrenalin. Also ich war ja am vorherigen Tag mit Tudor schon hier. Wir haben angefangen zu üben und es lief gestern sehr gut. Dann habe ich mir halt zweimal den Fuß umgedreht. Gestern ging es dann noch, aber heute, weiß nicht, heute überrumpeln die Schmerzen mich und heute ging nicht so viel. Also. Gestern waren sehr mehrere Leute hier, aber heute ist regnet und ja, deswegen glaube ich, würde niemand kommen. Aber hier ist sehr geil, weil unter dem Bridge und es ist immer trocken. Man versucht natürlich einige Sachen zu vergessen und
man versucht den Schmerz auszublenden einfach, ja? Ob es jetzt ein physischer Schmerz ist oder ein körperlicher Schmerz. Einfach fahren und das Beste versuchen. Wenn ich hier bin, ich kann über alles vergessen und einfach fahren, Musik hören und Kopf frei haben. Ja, meine Mutter versucht mir dann so ein bisschen die Angst rauszunehmen und einfach, dass ich selbstbewusster bin. Und dann proben wir das immer so ein bisschen und tun so, als ob sie halt der Betriebsleiter ist. Und dann spielen wir das quasi so vor. Und ich stelle mich vor und erzähle ein bisschen von mir. Corona ist nicht wichtig, weil das Ziel ist größer als einem Jahr. Und aber die Grundziel, ich will nicht vergessen sein. Also, not to be forgotten. I don't want to be forgotten. Ja, das ist mein größtes Ziel. Weil ich will etwas anderes, dass es so groß ist, niemand vergisst mich. Das war jetzt meine Chance, vielleicht hier eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Ja, dafür habe ich mich quasi vorgestellt und mich ein bisschen präsentiert. Ich war zum Anfang sehr, sehr aufgeregt. Also, mir hatte kurz das Herz gepumpt. Aber als ich dann drinne war und sie kam rein, ich weiß nicht, ich habe mich direkt ein bisschen sicher gefühlt. So vom Gespräch her lief es sehr in Ordnung. Von mir selber fand ich war in Ordnung. Ja. Also mir fallen jetzt gerade noch ein paar Sachen ein, die ich hätte sagen können. Aber so im Endergebnis bin ich sehr zufrieden. Ich denke mal, also ich habe mein Bestes gegeben und ich hoffe einfach mal, dass ich dann vielleicht eine Zusage bekomme auf eine Ausbildungsstelle oder wie es dann halt weitergeht. Hi, ich bin Sumer. Ich bin 15 Jahre alt, gehe in eine integrierte Gesamtschule, wohne in Frankfurt am Main, mache nebenbei Karate, habe eine große Schwester und zwei kleine Brüder. Hallo, ich bin Ileida, ich bin 14 Jahre alt und lebe mit meiner Familie bzw. meinen Eltern und meinen zwei Geschwistern in Frankfurt. Circa seit Januar habe ich Homeschooling. Und ja, das gefällt mir auch irgendwie nicht so, weil man hat halt sehr viel Stress, man hat auch sehr viel Druck. Die Corona-Situation ist auf jeden Fall für alle Beteiligten anstrengend, weil sich ja niemand diese Situation gewünscht hat. Wir haben 10.24 Uhr. Wir hatten gerade 2 Stunden Deutsch und eine halbe Stunde ungefähr GL. Jetzt warte ich auf die Aufgaben, weil unser Lehrer meint, er schickt uns Aufgaben, die wir dann bis später abgeben müssen. Ich finde es schlecht, dass wir nach Ostern vielleicht erst Schule haben, weil es halt nicht immer gut vor dem PC zu stehen. Es ist auch nicht gut für die Augen oder so und manchmal. Also man will halt wieder zur Schule gehen, frische Luft haben und da lernen. Klar, irgendwo vermisst man die Schule, weil zu Hause so den ganzen Tag rumsitzen und so, irgendwann wird es langweilig und so. Und man ist lustloser und so. Man muss sich selber dazu zwingen zu lernen und so. Aber sonst geht's. Mein Name ist Abdelhakim El-Asraoui und ich bin der Klassenlehrer von Sumia seit der 5. Klasse. Wenn man sich anschaut, welche Möglichkeiten dieser Videounterricht bietet, beziehungsweise der Distanzunterricht über Videoplattformen, dann kann man bestimmte Chancen erkennen, die man dafür hat, die man im Unterrichtsraum nicht hat. Also ich kann jetzt viel öfter mit Schülerinnen und Schülern in Einzelgespräche treten. Eine Art Lerncoaching, da reden wir über das vergangene letzte Jahr
Und er hat eigentlich, ich dachte, ich bin jetzt voll schlecht geworden, aber er hat eigentlich recht positive Sachen gesagt. Ich finde, ich habe mich dieses Jahr nicht verschlechtert. Ich finde sogar, ich habe mich ein bisschen verbessert, weil mein Zeugnis ist echt gut geworden. Die Frage nach Bildungserfolg hat dem Anschein nach etwas mit Migration zu tun. Aber wenn man genauer hinschaut, dann hat es nicht mit Migration zu tun. Ein Migrantenkind, in Anführungsstrichen in Deutschland, das eingewandert ist, weil es ein Diplomatenkind ist, hat natürlich ganz andere Bildungschancen als ein Migrantenkind, das eingewandert ist als Geflüchtete oder als Geflüchtete. Also es geht viel mehr um finanzielle Fragen als um den Migrationshintergrund. Bei uns, also mit Migrationshintergrund, klar, es gibt Kinder mit Migrationshintergrund, deren Eltern jetzt kein Deutsch können, die sind schlau. Und es gibt auch Kinder, die sind nicht so schlau. Es gibt genauso auch Kinder ohne Migrationshintergrund, die schlau und nicht schlau sind. Also ich finde, das macht keinen Unterschied, so, ob man Migrationshintergrund hat oder nicht, weil irgendwie, ich kenne von allem ein bisschen. Heute ist Dienstag, der 26.01. und mein Schultag lief nicht so gut, weil ich bin andauernd wegen meinem Internetproblem nicht in die Videokonferenz reingekommen. Und ja, sonst lief alles gut. Wir haben zwar viele Hausaufgaben bekommen, aber sie sind auszuhalten. Man kann hier gar nichts machen und so. Ja, meine Eltern haben Angst vor Corona, deswegen gehen wir nirgendwo hin. Also oft nirgendwo hin. Wir hatten ja schon mal einen Lockdown, wo wir kein Training hatten, also kein Karate-Training. Am meisten vermisse ich beim Training, dass ich einfach ausschalten kann. So. Zum Beispiel, ich hatte einen stressigen Schultag oder ich habe ein bisschen mehr Probleme. So. Und dann gehe ich halt zum Training und dann vergesse ich alles. Und ja, das mochte ich am meisten. Ja, ich sehe es wieder. Die bleiben zu Hause. Die gucken nur Fernsehen, nach Fernsehen spielen ein bisschen. Und manchmal siehst du Kinder sehr leise und Ruhe. Und dann kommt immer in meiner Kopf, ich sag, was machen, wann so weiter? Die Kinder brauchen wirklich Kinderzeit, weißt du? Kinderzeit, die kommt nicht zurück. Ich habe 4 Kinder. Ich kann nicht helfen. Ja, ich kann nicht richtig Deutsch lesen, kann nicht Hausaufgaben für meine Kinder und meinen Mann auch. Aber Gott sei Dank, ich habe 2 große Tochter. Ich stehe morgens auf und ich weiß nicht, was ich mache, weil man kann nichts machen. Ab und zu hat man schon diesen Gedanken, so, warum lebe ich so? Ich hasse das, weil man ist den ganzen Tag mit sich selber im und man kann nicht rausgehen. Und irgendwann denkt man sich schon so, okay, ey, das, warum lebe ich überhaupt und so. Also man, jetzt nicht schwere Depression oder so. So, wir sind genau gerade fertig mit dem Unterricht geworden. Wir haben 12.15 Uhr und ich habe mich jetzt ein bisschen fertig gemacht, solange wir Pause hatten, weil ich jetzt ins Mädchenbüro gehen muss. Schildkröte, geht's gut. Hallo. Hallo. Augenblick, ihr beiden. So. Ja, im Mädchenbüro kriegen wir halt Nachhilfe, wenn wir wollen. Wenn nicht, dann helfen die uns bei den Hausaufgaben. Wir essen hier, wir kochen hier, wir machen Ausflüge. Wir hatten auch eine Fahrt geplant zusammen, die aber wegen Corona abgebrochen wurde im Sommer. Ja, wir machen eigentlich alles hier.
ich habe halt viele Freunde verloren, so in der Corona-Zeit und so, wo wir halt zu Hause waren. Aber ich finde es besser, dass ich sie verloren habe. Also, weil ich gesehen habe, so, dass sie gegangen sind, ohne irgendwie irgendwas zu sagen und so. Und das hat mir dann so gezeigt, so, okay, das sind, die sind es halt nicht wert, so. Deswegen mache ich halt kein großes Ding draus, dass sie gegangen sind. Wie ich mich motiviere, das ist schwierig. Ich stehe morgens auf und ich weiß nicht, was ich mache, weil man kann nichts machen, alles hat zu und so. Ich motiviere mich eigentlich nicht, aber sobald der Unterricht beginnt, versuche ich einfach mal aufzupassen, weil ich denke so, das ist meine Zukunft, ich will was dafür machen und ich bin ja nicht umsonst da drin. Ich habe oft nachgedacht, ob ich da einen Nachteil bekomme, aber wenn, dann wäre ich schon echt scheiße. Und ich versuche ja, den Stoff nachzuholen. In die Küche? Ihr könnt in die Küche gehen, ja genau. Mach jetzt mal alle Fenster auf und das Licht an. Bitte. Man macht sich schon Sorgen, ne? So ist es nicht. Man macht sich Sorgen, meine Kolleginnen, die, wir telefonieren mit den Mädchen, wir machen WhatsApp-Calls, also Videocalls, wir treffen uns zu Spaziergängen, wir, ja, also alles, was man machen kann. Also es ist keine sorgenfreie Zeit. Meine größte Sorge für die Zukunft ist einfach, dass Menschen, also so Chefs und so denken, sie waren in der Corona-Zeit nicht in der Schule und hat nicht so viel gelernt. Und dadurch halt einen Nachteil bekomme, das ist eigentlich meine größte Angst. Wir haben ja überwiegend Mädchen mit Migrationshintergrund. Einige haben auch Fluchthintergrund. Und was ich so bei denen feststelle, ist dieses unsichere Leben, was sie sowieso führen, wie kann man das beschreiben, so ein Überlebenswillen. Man merkt, dass die so aufgrund ihrer Herkunft und ihrer Sozialisation so eine Art haben, dass die mit so Krisen, die so von außen kommen, viel besser hantieren können. Toujours au quartier, mon la cellophane, je récupère le renté. Hey, auf was freust du dich so, wenn Corona weg ist? Auf jeden Fall Hochzeit. Boah, Hochzeit ist anders. Du? Hochzeit auch. Oder wenn man so mit mehreren Freunden treffen kann, nicht nur mit oder zwei, Schwimmbad. Drei. Boah, Schwimmbad. Und einen Termin zu machen. Ich sag jetzt nicht so, ich zeig's euch allen, sondern ich zieh mein Ding durch. Und wenn die dann, keine Ahnung, in ein paar Jahren kommen und gucken so, boah, ihre Eltern konnten kein richtiges Deutsch und so, aber sie hat's trotzdem geschafft und so, dass man endlich diesen Gedanken rausbekommt, dass Kinder mit Migrationshintergrund nicht gleich Verlierer sind. Meine Sorgen für die Zukunft ist, dass wegen dem Lockdown und dem Homeschooling ich nicht mehr so viel Motivation in der Schule haben werde. Und ja, bei mir ist es jetzt so, ich bin jetzt nicht mehr so motiviert in der Schule. Aber es geht, ich erledige noch regelmäßig eigentlich meine Hausaufgaben gut. Und ja, ich habe einfach nur Angst, dass auch zu viel Druck wird und ja, ich danach einfach nicht mehr mitkomme. In meinem Leben ist Schule zwar wichtig, ja, aber ist nicht das Wichtigste. Ich finde, das Wichtigste ist, dass man sich selbst so akzeptiert, wie man ist.